Ja, Sir Slens hier. Wir sind wieder mal das 12. Mal in Randall's Monday unterwegs. Ich will immer Night of the Rabbit sagen, das habe ich gestern aufgenommen. Machen uns direkt auf, bescheuerte Ratten der Lüfte zu vergiften. Fress, Das meine sollte doch eigentlich Schönen, funktionieren. fress, das ist genug für alle da. Ja, er ist so ein schöner Psychopath. Oh, lauter tote Ratten. Diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Aber wen interessieren diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind die eh nur gemalt. Mann, ich könnte mir sonst Können wir was sie holen, wenn ich mitnehmen? die nur anschaue. Och Mann, ich hätte sie gerne mitgenommen und irgendwem ins Getränk geschmissen oder so. Jetzt haben wir einen Trichter und einen Schlauch. Die Das hilft kann mir ich im nicht Moment einfach nicht so mitnehmen. unbedingt weiter. Aber wir haben sie. Nur ein Trichter. Das ist der Schlauch, den ich auf dem Dach gefunden habe. Richtig. Jetzt ein Trichter und einen Schlauch. Wir haben was gemacht, indem wir die Tauben vergiftet haben. Wir wollen weiterhin den Ring haben. Wir gehen nochmal hinten in die Gasse rein und schauen, ob wir den Penner nochmal treffen. Wenn wir ihn hier nicht treffen, dann gehen wir nochmal in die Kneipe in die Gasse hinten. Hierher. Wir könnten theoretisch mit dem Trichter eine Flüssigkeit in die Flasche umfüllen. Ich Haben wir hier auch nichts zu sagen? Oh, eine Tür. nichts für mich. Nichts für mich. Gut, wir schauen nochmal, ob wir den Penner wieder treffen können hinter der Kneipe. Da sind lauter Videokassetten drin, auch nicht schlecht. Die Kneipe ist hier. Ja, manchmal kann ein Gegenstand mit verschiedenen Sachen kombiniert werden. Auch das ist klar. Hey, Penner, grüß dich. Du hast wieder was an? Ich hab schon, mach's gut. Jetzt sind wir wieder genauso weit, wie wir auch vorhin waren. Haben zwar etwas geschafft, Ich habe. aber auch nicht wirklich mehr. Oh, wir haben ja Schminksachen, das ist doch auch schon mal was. Da muss man Münzen Hallo, reinstecken. Stuart. Ja, Münzen bräuchten wir hier und bräuchten wir dort. Wir haben die Toilette, wir haben die Fenster. Wir haben Das ist jetzt ihre Elaines Schminksachen. Schmink, Edwy. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Nein, das wollen wir wirklich nicht unbedingt wissen. Mit was könnten wir das denn verbinden? Ich weiß es im Moment wirklich nicht. Wir könnten, wie gesagt, versuchen, irgendwie eine Flüssigkeit abzufüllen. Haben wir hier am Billardtisch noch irgendwas übersehen? Solange der nicht Eine bewusstlos ist, lässt er mir Spielkugel? das nie durchgehen. Nee, Mehr ich hasse bunte Billardkugeln? Die da Bälle hinten seit sieht ein dem bisschen aus wie eine Zwischenfall im Kinderland Pokémon-Kugel. bei Ikea. Okay, du hast bunte Bälle. Nee. Aber den weißen Ball, Solange der nicht den bewusstlos ist, hast du lässt er nicht mir das nie unbedingt. durch. Wir müssen dich irgendwie bewusstlos kriegen. Ganz ruhig, Pater, der Mai Tai. Du willst irgendwie was Härteres. Was ist denn, wenn ich dir Rattengift reintue? Für den extra fruchtigen Geschmack. Ernsthaft? Ich habe ihm Rattengift Den in nehme ich seinen nicht. Cocktail getan. Ganz ruhig, Pater, der. Ich habe das Rattengift jetzt da reingetan, aber Das. nein, das ist nicht richtig. Ich meine, ich finde es schon schlimm genug, ihm das Rattengift da reingetan zu haben. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen. Okay, ich muss den irgendwie weiter verbessern. Stark und schmerzhaft. Was habe ich denn da noch dabei? Ich habe eine faulige Ich glaube, da Zitrone fehlt dabei. Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Ja, eindeutig. Habe ich noch irgendwas Widerliches dabei? Hotdog vielleicht? Kleber, Thunfisch? Thunfisch, Semmel, Kleber. Erstmal Kleber. Kleber ist hart, Alter.
Nein, das funktioniert auch nicht. Okay. Geld? Vielleicht Geld? Nein. Trial and error, the game. In a world where you never know what to do. Es ist erwiesen, dass Polyanid Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Siehst du, Polyanid aus der Batterie hat auch schon funktioniert. Fast fertig. Das heißt, wir brauchen noch irgendeine Sache. Vertrocknen Edding. Ach komm, Edding ist heftig, wenn du den einatmest. Rattengift habe ich schon rein. Rostige Rasierklinge. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, was ich da alles reinhaue. Okay. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Ich glaube, der wird ihm schmecken. Er könnte aber auch tot sein. Okay, das ist der, den er mag. Ja, Pater? Das ist der, mit dem ich ihn getötet habe. Pater? Wenn er vorher nie was gesagt hat, wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Gott, bist du unser Soziopath. Okay, jetzt können wir uns aber die weiße Kugel nehmen hier. Weil die bunten Bälle, die hasse ich ja. Vor allem die blauen. Okay, wir haben jetzt eine weiße Billardkugel. Ja, die Spielkugel. Wir haben einige Sachen weniger im Inventar. Und... Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Da hinten sind noch Kös. Nicht der richtige Zeitpunkt. Wieso? Kös kann man immer gebrauchen. Nicht jetzt. Den Billardtisch, der bringt uns auch nichts. Die Bilder bringen uns ja alle nichts, weil sie alle das gleiche sind. An die Girlanden komme ich nicht ran. Müsste ich mich irgendwie auf den Tisch stellen oder so. Vielleicht kann ich mir noch mit Elaine reden, dass mit Roy irgendwas nicht so ganz ist. Ich habe erledigt, was sie... Nein. An die Flaschen komme ich auch nicht wirklich ran. Gut, wir haben wieder was hingekriegt. Was werden die nächsten Dinge sein? Ich hab schon... Nee, mit dem Penner kann ich auch nicht mehr reden. Ich habe jetzt eine Billardkugel. Was machen wir denn mit einer Billardkugel? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal nach Hause, schauen, ob wir wieder den Tag beenden können. Ich weiß, das war eher eine Frage. Beziehungsweise... Ja, aber Wasser habe ich ja schon versucht an dem Wasserhahn von Matt. Wenn du mal einen wichtigen Gegenstand verpasst hast, mach dir keine Sorgen. Du kannst immer zurück und ihn dir holen. Ja, das ist ganz schön. Das ist so ein bisschen so ein Spiel, wo man nicht verlieren kann. Gut, ich habe immer noch nicht genug Tauben getötet, offensichtlich. Ab in die Bude. Vielleicht gibt's ja im Badezimmer was. Hey, man soll... Wasserhahn. Ja, man soll es nicht verschwenden, aber man soll es vielleicht in eine Flasche einfüllen. Yeah! Das hat funktioniert. Oh, da ist Wasser drin. Ja, da ist Wasser drin. Wir haben jetzt also eine Wasserflasche, eine Kugel. Aber immer noch keinen Hinweis dafür, darauf gekriegt, was wir als nächstes tun sollen. Wir waren gerade in der Kneipe, davor waren wir in Mats Wohnung, haben da was ausgeräumt. Jetzt könnten wir erstmal wieder in die Arbeit gehen oder zu Mel. Bei einem von den beiden müsste es jetzt ja theoretisch weitergehen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt wieder zurück und wieder hin, schmeißen irgendwem eine Flasche Wasser ins Gesicht. Münzen haben wir ja auch noch nicht für den Kaugummiautomaten oder für den Kondomautomaten in der Kneipe. Okay, da sollen wir also nicht reingehen. Wir probieren einfach mal aus, was ich gerade gesagt habe. Spinnst du? Das ist mein Wasser. Ja, echt jetzt, wir geben doch nichts von unserem Wasser ab. Dem Rohr hatten wir die Zitrone her, die da irgendein netter Mensch reingesteckt hat, damit also, wir sie benutzen konnten. Oder passt, nee. Gut, Wasser kann man kochen. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Wunderbar, Wasser kocht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Die sind wieder in ihrer Schleife.
Alter, gefangen. Im hier ein Loch. Im ich hoffe, es ist hier eine Kanone. Wir haben eine Kugel. Babypopo. Wir haben eine Kugel in der Kanone. Ich glaube nicht, dass ich so ein zufriedenstellendes Maß an Zerstörung erreiche. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich brauche mehr Wumms. Mehr Wumms. Wir haben kein Schießpulver, aber wir haben Wasserdruck, Dampfdruck. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff schon weit hergeholt, aber das funktioniert auf jeden Fall. Dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Okay, Massen haben wir ja hier. Mal schauen, was passiert ist im nächsten Moment. Das will ich erstmal noch sehen, bevor ich die Kugel wieder reinlege. Ich glaube, das ist Physik. Ich hätte schon lustig gefunden, wenn jetzt dieses Teil herausgeschossen gekommen wäre. Also, passt oder passt. Aber vielleicht nicht. Kommt ja dieses Teil dann rausgeschossen. Ja, ihr Gespräch wird schon unterbrochen, das heißt, meine irgendwas Babys. Passiert. Was zur Hölle? Oh, du meine Güte. Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingen gehört, die man Supervulkane nennt? Okay. Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ungefähr ich sowas. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Okay. Mal schauen, ob wir uns eine davon schnappen können. Ich helfe ihm dabei nicht. Aber er wird uns wahrscheinlich aufhalten. Echt nicht? Ach komm. Ich hätte ihm geholfen. Ich meine, ich hätte welche geklaut, aber... Können wir hier was nehmen? Die kaputte Uhr kann er auf jeden Fall nicht mehr verkaufen. Nicht mal MacGyver. Ach komm, MacGyver könnte die problemlos retten. Ich meine, wir haben es ja hier gerade schon extrem MacGyverig gemacht. Lass uns einfach mal hier das Notizbuch nehmen. Das nehme ich nicht mit. Okay, nicht? Mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und mit... Sekunde mal. Wer hat den gekauft? Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Wer ist Charlie? Verdammt. Wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Ach du meine Güte. Wer zur Hölle ist Charlie? Ich hab schon alles, was ich wollte. Das nehme ich nicht mit. Verdammte Charlie hat's. Das hier hinten ist jetzt nur Müll, da können wir nichts weiteres betrachten. Müll und Geraffel natürlich. Müll, Geraffel und wahrscheinlich auch noch Zeugs. Hat er eigentlich überhaupt eine richtige Gitarre da oder nur die von Guitar Hero? Okay, Charlie. Wer zur Hölle ist Charlie? Wurde uns schon mal gesagt, wer Charlie ist? Ich weiß, wer Matt ist. Ich weiß, wer Mel ist. Ah, Charlies Comics. Cool, ein Comicbuchladen. Ja, es passiert schnell, dass man einen alten Gegenstand mal vergisst. Das ist wohl richtig. Comicbuchläden sind für mich einfach die absolut coolsten Orte. Sollte es mal wieder der Fall sein, dass ich mal wieder meine Arbeit wechseln werde, denke ich, werde ich versuchen, entweder zum Psychiater zu gehen oder in einem Comicbuchladen zu arbeiten. Comicbuchladen zu haben, wäre natürlich auch cool. Dr. Harold Johnson. Kann ich nicht, es ist schon zu. Okay, das hat schon geschlossen. Dann müssen wir vielleicht am nächsten Tag ein bisschen früher hin. Das ist mal wieder ein Fremder. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay, was haben wir denn hier alles drin? Wir haben hier ein Zapp, das erinnert mich an Captain Marvel. Wir haben hier einen Flash, einen Batman. Der Rest lässt sich nicht so richtig entziffern. Die Sci-Fi-Con, where the fun begins. Und wir können in den Laden rein. Gut, da uns nicht viele Möglichkeiten gegeben sind, nehmen wir einfach die, die wir haben. Ach, willkommen in meiner Zuflucht, ja. Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und humpenvoll Milch wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, richtig. Over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Gibt's was Neues im Dungeon? Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Welcher Art Dungeon das wohl sein wird? Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee.
Stanley. Das ist aber jetzt weit hergeholt, Junge. Es stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar. Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, wie ich gerade sagte. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Ja, überall nur anstehen. Überall nur anstehen. So viele Warum Menschen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Aber man kann schon coole Sachen finden dort. Was kannst du mir denn erzählen über diese Nerd Convention? Wirst du im Kostüm da hingehen? Wirst du im Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, echt Charlie. Faul. Echt clever. Also, oh Gott, hier sind so viele Zitate seit und Sachen. Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Das wird wirklich interessant. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Wow. Ein Wolverine Comicbuchverkäuferkostüm. Ja, aber die sind schon ziemlich cool. Wow. Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, ja, da wird ihm niemand widersprechen. Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Richtig. Ja, es gibt ja wirklich so einen schwedischen Typen, glaube ich, der sich das gebaut hat. Ah, was kannst du denn also, über diese Nerd-Convention erzählen? Was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention. Aber der hat einen großen Rucksack noch hinten. Eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Oh ja, sie tut weh. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr denn dabei? Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr also außer dabei? All den Dingen, die hier so schon rumstehen. Auch unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist ausnahmslos. Nichts Extraordinäres, nichts. Du weißt schon. Auffälliges oder Paranormales? Auch wenn ich mich hier umschaue. Jetzt, wo du sagst, ja. Auch da, in Wirklichkeit. Da gibt's was, aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Ja, auch nicht Alter, meine. Wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Ich frag mich, warum das in Amerika spielt, anstatt College, in Deutschland. Ja? Genau. Das war noch das Zeit. Das deutsche Spiel? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Okay. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Alter, wer glaubt, was irgendein Wahrsager sagt, der ist aber auch selber schuld. Der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Ist doch auch so. Du kannst jede Sekunde sterben. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Das ist doch besser. Riecht auch gut und so. Kriegst du nie ab. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Matt ist nicht so arm, der hat mitgemacht. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Oh, ja, ich wäre fast so cool. Gestorben, weißt du noch? Oh, siehst stimmt. Du? Hat er sie ja doch du recht bist gehabt. Allergisch gegen Fisch, jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Oh Mann. Ich gute, gute alte diese Zeiten, ja. Ich nicht. Ah, du, ich... Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Ja, nee, das nicht Spiel heißt Randall's Monday. Ich rede von Junge. Einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeht. Mit dem du da rumspielst. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts meinst Besonderes. Du? Ach, Charlie, du bist ein Scheiß. Du lügst ich nicht weiß, gut. Dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Reden wir mal. Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben.
Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, ich hab ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich kann ihn mit Fisch vergiften und dann... Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Yay, Dr. Fred auf Edison zur Sci-Fi-Con. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Ja, extrem habe ich's versucht. Du, ich habe da ein Problem. Lass mich raten. Welches der denn? Name eine Menge. Deines Problems ist Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Na, habt ist ihr tot, euch schon Junge. Wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden. Nee, mit dem würde ich da jetzt auch nicht unbedingt drüber reden wollen. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Okay. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als er ja, er kann nicht mehr stehen, also. Dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein und denkt, er ist eine Level 26 er ist überall gleichzeitig gerade. Die Konsequenzen können katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Der hat gar keine Schwierigkeiten mehr. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment... Ist Matt nichts mehr als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch? Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die bezahlen. Deswegen hasse ich dich auch so, damit es dir gut geht. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Weil er halt auch ein Nerd ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raumzeitkontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Siehst du, ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all meiner Spartes für den DeLorean ausgegeben habe. Nee, kein DeLorean. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Das ist eine künstliche Intelligenz. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und ach so, selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit könnte. Der Einstellung musste das passieren. Ah ja? Tja. Jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen. Kannst du auch machen, ist ja unwahrscheinlich. Ist ja ohne Folge morgen. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Oh, nein, Gott. Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Erst vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Könnten wir machen. Na, halt die Klappe und hör genau zu. Eine der coolsten Seiten über Filme, meiner Meinung nach. 40 Minuten später habe ich mir jetzt die gesamte Story erzählt. Offensichtlich. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Ja, sehr das funktioniert. Interessant, aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Da fehlt einfach das Gluten. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? So schlecht scheinen die sich aber nicht zu verstehen eigentlich. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist ein super Psychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon. Ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Naja, dir ist eben nicht das passiert. Später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst sind gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Ja, und die wirken auch wirklich deftig teilweise. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Ein paar durchprobieren und dann geht's dir plötzlich gut. Ja, plötzlich ist was anderes. Okay, ja Leute, wir schauen uns in der nächsten Episode hier im Laden um. Es gibt viel zu entdecken. Oh meine Güte, es gibt noch mehr zu entdecken. Jede Menge Comics, die teilweise zu meinen Lieblingscomics gehören. Nein, ich wollte nicht raus.
Tür wieder rein. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache für das nächste Mal. Wo ich hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei sein werdet. Ich hatte jedenfalls heute meine Freude. Hoffentlich hattet ihr die auch. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, was euch gefällt oder nicht, was ihr gerne anders hättet oder genauso. Gerne auch einen Link zu eurem eigenen Channel. Ansonsten macht euch einen schönen Abend und gehabt euch wohl.